an Silvester war ich auf einem Konzert und da hat man auch einen Typen einfach ungefragt auf den Arsch geklatscht, wo ich so dachte, ja, dazu ist der nicht da, also das kannst du nicht einfach bringen. I've been on the road. Maybe 3 days or more. Bemerkungen zu meinem Hintern, fass das nicht an, das ist zu schwer für dich. Ständiges Nachfüllen von Alkohol in mein Glas bei Meetings. Also ich kann da gar nicht aufhören. Ich glaube, die Grenzen sind immer sehr, sehr eng. Also man kann nicht so richtig sagen, ist es jetzt Sexismus oder war es nur eine dumme Bemerkung? Im fachlichen Bereich, finde ich, haben diese Komplimente zu mir, also zu meinem Körper, einfach nichts zu suchen. Ich arbeite mit Maklern zusammen. Ich glaube, Frauen haben es einfach schwieriger, erstmal so ein gewisses Standing zu bekommen, weil einfach der Makler es nicht gewohnt ist, dass da, ich sag mal, eine zierliche Frau steht und ihm jetzt erzählen möchte, wie er seinen Job zu machen hat. Schwierig, wenn in der Position, die Stellen vergeben, immer nur heterosexuelle, weiße, mittelalte Männer sind. Man muss sich ja nur die Gehälter anschauen. Also bei mir im Freundeskreis verdienen Männer schon mehr, als ich verdiene. Wenn zum Beispiel ein Mann kriegt 10 Euro und eine Frau kriegt 8 Euro, das ist sowas Blödes. Die sollen gleiche Löhne kriegen. Ich habe das Gefühl, die meisten Männer sind sehr viel überzeugter von sich und ihren Leistungen. Insofern sind sie viel selbstbewusster, wenn es darum geht zu sagen, ich hätte übrigens mehr Geld, weil ich bin der Tollste. Auch ja, aber nicht so kurze Haare wie Jungs. Aber Ray zum Beispiel hat doch auch lange Haare. Weil er ein Junge Mädchen und ein Mädchen. Mädchen. Mich nervt es eigentlich eher, dass diese Frage permanent gestellt wird, bei jeder Geburt, beim auf die Toilette gehen, bei jeder Alltagshandlung. Die Geschlechterfrage ist für mich vollkommen unerheblich. Das Ganze findet im Kopf statt und nicht irgendwo im Körper. Wieder überall darüber berichtet wird und Menschen über dieses Thema Bescheid wissen und wach bleiben. Ich hoffe, dass die offen denkenden Menschen etwas lauter werden. Dass es einfach ein Thema in der Gesellschaft bleibt. I just can't stop.